So, ja, wunderschönen guten Morgen. Darf ich Sie nochmal recht herzlich begrüßen? Guten Morgen. Ja, es geht um Mahntexte. Ich denke mal, wir werden jetzt starten. Es kommen immer wieder nochmal neue Teilnehmer dazu. Also ich lasse jeden rein und keine Frage. Wir starten direkt einmal mit unserem Thema, die schönen modernen Mahntexte. Darum geht es ja. Und die erste Frage ist ja, warum für dieses Webinar? Und da haben wir uns mal 6 Punkte rausgesucht, die aus unserer Sicht wichtig sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und die eine Frage ist, passen meine Mahntexte tatsächlich auch zu meiner Zielgruppe? Und das kann manchmal sein, dass es eben nicht der Fall ist, wenn ich die Mahntexte einfach so übernommen habe. Psychologisch zum Teil ungünstig formuliert, das werden wir uns nochmal genauer angucken gleich. Und dann eben, was sind die Kernaussagen? Ne? Kernaussagen im Gegensatz zu Phrasen, die es dann eher gibt. Der Schreibstil, damit werden wir uns heute eben auch nochmal genauer beschäftigen, denn 45 Minuten wir statt Sie, also wir stellen unseren Kunden den Fokus. Und dann wird es auch nochmal gehen um das Thema alte Zöpfe, sperrig formuliert, aus einer anderen Zeit. Ja, ganz wichtig, heute geht es um die Mahntextstrategie. Und weniger jetzt um die Mahnstrategie insgesamt. Ja, das sind die Themen. Und wir wollen uns auch direkt nochmal vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ja, mein Name ist Bettina Gent. Ich bin als Anwältin tätig und mache unter anderem Transportrecht schwerpunktmäßig, aber auch Inkasso und das bereits seit 25 Jahren und kenne daher die Probleme, die Sie haben, die Ihr Gegenüber hat und kann damit einer gewaltigen Erfahrung aufbieten und hoffe, Ihnen helfen zu können. Ja, wunderbar. Ja, mein Name ist Ulrich Lietscher und ich bin Inkasso-Unternehmer, führe also dieses Unternehmen DEPCON Plus, bin Kommunikationstrainer, habe mit verschiedenen Themen hier zu tun, wie man hier sehen kann. Und häufig geht es ja auch schon mal um Konflikte in dem Zusammenhang. Ja, das mal kurzerhand zu unserer Person und was wir heute im Webinar uns genau ansehen wollen, nämlich wie kann ich mit Mahntexten meinen Zahlungseingang beschleunigen. Alte Zopfformulierungen im Prinzip ausradieren, darum geht es. Und ein bisschen Psychologie braucht man natürlich auch gerade. Bei Mahnbriefen ist es ganz gut. Und da gibt es auch ein paar Formulierungsvorschläge, die haben wir mitgebracht. Und wir haben so eine gewissermaßen so eine kleine Mahntextstrategie mal entwickelt, wie sowas aussehen kann. Ganz wichtig ist, man kann viel entwickeln. Gut ist es immer, wenn wir auch zählen, messen, wiegen und auch mal festzustellen, passt das eigentlich, was wir da machen. Es gibt 4 Schritte im Grunde genommen, die wir uns genau ansehen sollten, nämlich zu modernen Mahntexten. Das ist einmal die Zielgruppe zu bestimmen, also mit wem habe ich es denn im Grunde genommen zu tun. Auch wenn das heute nicht das Top-Thema ist, wir wollen es zumindest der Vollständigkeit halber dazu nehmen. Dann eine Bestandsaufnahme, nämlich auch mal die Frage, wie gut sind Sie denn schon im Mahnwesen? Das halte ich für deshalb für wichtig, weil sie letztendlich vielleicht einen kleinen Stellschrauben nur noch zu drehen haben und nicht komplett alles umkrempeln müssen. Ja, und dann kommen wir zu Schritt 3, das wird der Fokus sein für heute, die Mahntextstrategie. Und die Mahntextstrategie, da geht es halt darum, mit welcher Strategie aufbauend schicke ich welche Mahnschreiben raus. Und wir haben natürlich auch sofort umsetzbare Praxisformulierungen, die können Sie also eins zu eins direkt ausprobieren. Ja, warum ist das wichtig? Weil wir zum einen natürlich unsere Zielkunden besser kennenlernen. Dann daran passen wir auch die Tonalität, den Schreibstil der Zielgruppe auch ein Stück weit an. Und die treffsicheren Mahntexte, die haben dann auch die Wirkung, die sie erzielen wollen. Und das haben wir hier mal an 7 Beispielen nochmal aufgezeigt. Wie zum Beispiel hier, Stadtwerke setzen in bestimmten Stadtgebieten zusätzliche Sprachen und Bilder ein, um mal jetzt als Zielgruppenstrategie zu sprechen. 60 plus Zielgruppe wird mehr visuell, also bildlich angesprochen, zum Beispiel. Oder auch gerade wenn ich ein jüngeres Publikum habe, dann kann ich die Zahlungserinnerung auch ein bisschen der Lesart anpassen. Im Grunde genommen, oder wie es hier ein Maschinenbauer gemacht hat, der die Bonitätskriterien letztendlich auch mit einfließen lässt in die Frage, wie oft mahne ich überhaupt einen Kunden. Und das andere ist natürlich
letztendlich risikobehaftete Produkte. Ich kann sogar Mahnwesen ja aufbauen nach verschiedenen Produkten oder nach Regionen. Ich kann Inland und Ausland unterschiedlich theoretisch auch im Mahnwesen berücksichtigen. Das sind alles Dinge, die spielen eine sehr große Rolle. Und natürlich auch habe ich einen Neukunden, einen Erstbesteller, der im Zahlungsverzug ist, den packe ich vielleicht auch nochmal anders an als denjenigen, den ich als langjährigen Kunden sehe. Und was wir immer beobachten sollten, das kennen Sie aus dem Forderungsmanagement, ganz wichtiger Indikator ist natürlich die Zahlweise des Kunden. Ist sie verschlechtert, dann macht es natürlich durchaus Sinn, frühzeitig da nochmal heranzugehen. Und vor allem Warnsysteme einzubauen, ne? Damit man es überhaupt merkt. Genau, Warnsysteme sind natürlich sehr gut, gehört zur Mahnstrategie, ist sicherlich auch nochmal ein Thema wert, mit dem wir uns beschäftigen. Ja, Mahn-Zielkunden zu bestimmen, das ist das Thema, das haben wir hier mal in diesen vier Punkten zusammengefasst. Letztendlich, ist auch unser Tipp, dass Sie die Mahn-Zielgruppen auch mal bestimmen für sich. Vielleicht lassen sich Gruppen bilden, das wissen Sie besser, können Sie besser einschätzen, direkt vor Ort. Und Bestandsaufnahme halten wir definitiv für sehr sinnvoll, sich also mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, was läuft bei uns denn gut? Und was kann auch genauso bleiben, wie es ist. Ja? Wir ändern nichts, wenn es gut läuft. Warum sollte man das tun? Und auf der anderen Seite natürlich, wo drückt der Schuh? Mit welcher Mahnung sind wir eigentlich wie erfolgreich? Ne? Oder welches Instrument ist denn da das Erfolgreiche? Wann zahlen die Kunden eigentlich mehrheitlich? Wann haben wir mehr Reklamationen und all diese Dinge? Und was können wir dann am Ende verbessern? Das ist mal hier so ein Beispiel, wie es manche Kunden, sagen wir mal, auch machen. Das heißt, die erfassen auch so ein Stück weit mal, wie viele Mahnungen verschicken wir, zu welchem Zeitpunkt, wie viele Anrufe bekommen wir auch. Auch das ist ja auch mal ganz gut zu wissen, wie viele eingehende Telefonate und wie viel erreiche ich und wie viel erreiche ich nicht, wie viel kann ich annehmen und wie viel gehen mir verloren möglicherweise. Das sind genau die Dinge. Und dann sehen Sie ja auch Geldeingang natürlich, das sind alles Elemente, die eine sehr große Rolle spielen. Ja, betrachtet ist das natürlich von oben. Wir gucken uns das von oben an, sehen, was können wir auch dann aus diesen Erfahrungen, die wir jetzt, diesen Rückschlüssen, dieser Bestandsaufnahme, was können wir auch direkt ändern an der Mahnstrategie? Und nochmal, manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten, die einen großen Erfolg dann schon haben. Ja, und dann sind wir schon bei Schritt 3, nämlich unserem Thema für heute in den 45 Minuten, die wir uns Zeit genommen haben dafür. Nämlich die Mahntextstrategie. Und wir halten bei der Mahntextstrategie, gibt es einige Aspekte. Einmal immer die Mahntexte, dass sie aufeinander aufbauend sind, also dass sie auch zusammengehörig sind. Dann irgendwo auch die Philosophie, die Werte des Unternehmens, Ihres Unternehmens auch widerspiegelt. Das ist, sollte schon in den Kontext passen. Und letztendlich dann auch, dass eine Linie erkennbar ist. Insbesondere in den weiteren Mahnungen, die Sie versenden. Wir haben jetzt hier mal 7 Beispiele für die Mahntexte. Und das Thema einmal Leitlinie ist dann einmal, wir formulieren so, wie wir sprechen. Geht halt darum, dass wir versuchen tatsächlich, das nicht zu hoch gestochen zu machen und auch so, dass der Mensch es wirklich auch mit einem Ruck lesen kann und verstehen kann. Das hört sich immer ziemlich banal an, dieser Tipp, ich weiß das, ist aber schon sehr entscheidend. Ne? Es gibt sogar auf die Spitze getrieben manche, die sagen, ein Text sollte so formuliert sein, dass ein Fünftklässler diesen Text einfach so lesen kann. Also wir haben jetzt eine Anwältin hier stehen. Ja, mir fällt das schwer, so zu schreiben. Ja. Genau, ne? Sie wird da mit Sicherheit anders drüber denken, das verstehe ich auch. Aber letztendlich ist das wichtig, dass die Formulierung einfach ist. Ja, halten wir uns kurz, das ist ganz wichtig, ein Gedanke je Satz, nicht mehr. Das ist nochmal ein Thema. Es gilt übrigens nicht nur für die Mahntexte, sondern auch für jede andere Kommunikation mit dem Kunden. Und wichtig ist bei der Mahnung, ganz wichtig, dass wir auch zum Handeln auffordern, letztendlich. Den Sie-Stil, den hatten wir vorhin schon mal, Sie erinnern sich, ganz wichtig, immer aus der Perspektive des anderen. Nicht, was wir machen, was ich mache, steht im Fokus, sondern wozu wollen wir ihn veranlassen. Dann haben wir Wortmonster und Phrasendreschereien. Darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Da haben wir ein paar Beispiele,
was wir im Grunde genommen vermeiden wollen. Ja, die Unternehmenswerte spielen natürlich eine sehr große Rolle auch bei den Texten. Und das Thema Konsequenzen gehört natürlich in eine Mahnung, keine Frage, in eine bestimmte Stufe der Mahnung. Und da ist es schon ganz gut, wenn wir uns auch mal mit dieser Konstruktivität der Konsequenz beschäftigen. Beschäftigen wir uns als erstes mal, starten wir mit der Frage in Schritt 4, mit der Frage nämlich, was können wir weglassen? Das ist ziemlich auch ziemlich banal, aber das ist schon mal sehr wirkungsvoll, damit Mahntexte halt nicht überladen werden und damit halt der Fokus auf die Dinge gerichtet werden, die halt auch wichtig sind. Hier ist jetzt mal so ein Ausschnitt. Müssen Sie sich nicht alles merken. Sie bekommen ja später die Präsentation auch noch mal per E-Mail geschickt. Und Sie sehen links die Beschreibungen und rechts sind mal Beispiele, was wir so alles finden in Mahnungen beispielsweise. Da steht ja schon mal dieser Substantivismus, so nenne ich den mal. Substantive eignen sich, meistens sind sie ziemlich starr, hätte ich fast gesagt. Sie bewegen den Satz nicht. Und deshalb sind Verben grundsätzlich immer die bessere Alternative. Übrigens sprechen wir mehr Verben, als wir auch letztendlich auch mehr Substantive verwenden, also weniger Substantive. Streckverben zur Verfügung stehen, Rückmeldung, solche Dinge beispielsweise. Streckverben strecken das halt. Und Doppel-Moppelwörter sehen Sie hier, wie Rückantwort und Telefonanruf. Mehr als anrufen kann ich nicht und Rücken habe ich auch nicht bei der Antwort. Also, das sind so Dinge, die kann ich vereinfachen, die lasse ich weg, weil sie eben die Lesbarkeit meiner Mahnung erschweren. Ja, das Gleiche gilt für Vorreiter. Das ist auch eine sehr gewöhnliche oder fast normale, finden wir häufig, dass so gerade solche Vorreiterformulierungen häufig vorkommen, insbesondere auch gerade in individuellen Mahnungen. Und da ist es ganz gut, wenn wir diese Dinge komplett weglassen, weil sie im Grunde genommen nur von dem eigentlichen Haupttext, also dem Hauptsatz, der dann kommen soll, von der Kernaussage ablenken. Also die Höflichkeit streichen wir. Wir streichen jetzt mal, im Grunde genommen, ja genau, streichen wir mal die Höflichkeit. Es sei denn, es gibt ganz, ich mache das ganz bewusst, um das damit einzubringen. Ne? Möchten Sie darauf aufmerksam machen, wenn ich das ganz bewusst mache. Vielleicht auch Kunden, gute Kunden, die man vielleicht mit Samthandschuhen anfängt. Ja, das kann man natürlich tun. Ne? Nur wenn es dann Floskeln sind, die ich dann im Grunde genommen im Massenbrief drin habe, dann hat es keine Wirkung mehr. Ja, und das ist jetzt mal aus einem Mahntext. Und die Frage, wenn Sie es jetzt mal selber lesen, ich brauche Ihnen das gar nicht vorzulesen, dann werden Sie schon dann feststellen, meine Güte, wer soll das lesen? Ja? Und wer soll das auf Anhieb verstehen? Und die Triebfeder der Motivation lässt schnell nach, dass dann im Grunde genommen derjenige vielleicht auch keinen Bock hat, das noch zu Ende zu lesen. Deshalb, das ist auch nur eine Alternative, das in Grün geschrieben, soll es einfacher formuliert werden, so dass der andere zumindest von der Lesbarkeit her schneller zugreifen kann. Das Gleiche gilt für, Sie haben das ja vorhin gesehen, mit den Streckverben. Und Streckverben sind also, da wird aus einem Verb letztendlich ein Substantiv gemacht und dann wird das Verb halt gestreckt zu einem Substantiv. Ne? Eine Überweisung vornehmen, in Verbindung setzen zum Beispiel, zur Verfügung stehen. Das sind so Beispiele dafür. Können wir uns sparen und weitere Beispiele haben Sie ja dann auch später in der Präsentation. Gucken Sie sich das mal in Ruhe an. Ja, und dann sind natürlich Füllwörter und unnötige Vorsilben. Das sind Füllwörter, sind alles die Dinge, die Weichmacher, so nennen wir sie jetzt mal. Weichmacher sind halt wie hier, wir erlauben uns, da er höflichst und so weiter. Auch das kommt immer noch mal vor. Ruhig, kürzer, prägnanter und zielgerichteter, das macht auf jeden Fall Sinn. Vorsilben sind diese hier. Abändern, das reicht, wenn wir ändern schreiben, das tun wir ja dann schon. Genauso, man merkt das hier, ausliefern und liefern, wir liefern immer noch. Ne? Ja, also das sind so Dinge, übrigens nutze ich die zum Teil auch, das ist mir dann auch mal bei der Gelegenheit auch mal aufgefallen. Manchmal ist das ja ein bisschen Bewusstsein bilden. Ne? Ist ja gar nicht so, dass wir das unbedingt immer bewusst machen. Doppel-Moppel-Wörter hatte ich vorhin schon, ja, ich kann aus dem zeitliche Verzögerung bleibt weiterhin eine Verzögerung. Also ich lese das immer häufiger, sowas. Zum Beispiel, es ist eine Verzögerung. Es sei denn, ich will das nochmal besonders, ne? Anhaltender Zahlungsverzug ist ein Zahlungsverzug. Also insofern
auch nochmal überlegen, was kann ich streichen. Also deshalb, wenn ich so einen Text habe, dann kann ich mir den Mahntext mal genauer angucken und mal überlegen, was nehme ich mal raus. Und vielleicht schaffe ich es sogar, dass ich etwa, schätze mal, bis zu 10% der Wörter streiche, ohne dass was verloren geht. Ja, und die Passivsätze. Das ist, Passivsätze sind grundsätzlich Dinge, das sind so Situationen oder Signale, die Dynamik letztendlich, die Aktivität komplett rausnehmen. Und das ist halt, da fehlt dann auch, wer macht was im Grunde genommen. Also was genau, wer was übernimmt zum Beispiel. Das sehen Sie hier an diesen Beispielsätzen. Und ruhig konkreter, klarer machen, wer was dann übernimmt. Ja? Gut. Genau. Länge der Sätze. Wir wissen ja, dass gerade so ein Satz maximal 18 bis 20 Wörter haben sollte. Auch da. Naja, das ist mein typischer Satz, der erste. Ja. Genau. Länger und länger und länger. Ja, wenn ich sicher sein kann, dass der andere das übrigens versteht und auch das gewohnt ist, solche Textlängen zu lesen, dann, Gottes Willen, kann man es ja durchaus machen. Nur die Gefahr besteht eben gerade bei einem Text, dass 18 Wörter plus, dass Informationen verloren gehen. Die Gefahr besteht auch darin, ich hatte es vorhin erwähnt, wenn ich mehrere Gedanken in einen Satz packe, übrigens egal, ob das in einem Text ist, oder ob ich mit jemandem spreche, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass meine Kernaussage möglicherweise überlesen verloren wird, geht. Die wird überlesen. Ja? Die wird halt nicht gesehen. Und dann wundern wir uns nachher, dass das auf bestimmte Teile nicht mehr eingegangen wird. Deswegen empfehle ich kürzer und vor allen Dingen eben auch ein Gedanke, ein Satz. So, jede Formulierung oder die Zahlungserinnerung zum Beispiel jetzt hier hat natürlich eine gewisse Strategie. Man guckt sich vorher natürlich an, was sind die Elemente, die auf jeden Fall in eine Zahlungserinnerung reingehören. So werden Sie das auch machen. Und danach können Sie zum Beispiel auch mal Ihre Zahlungserinnerung auch mal überprüfen. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier mal gesagt, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, wir haben gesagt, ein Kriterium ist, Mensch, du hast es vergessen, das ist so die Kernaussage, kann passieren. Ja? Wir zeigen dafür Verständnis, das ist ja, der zweite Punkt. Wir achten, das ist ein wichtiges Kriterium für uns, unbedingt auf die konstruktive Wortwahl. Wir bleiben positiv und wir gehen weiter dann dazu über, dass wir zügig handeln. Ja? Wir ihn animieren dazu. Und fünftens haben wir uns jetzt hier überlegt, das ist aber jetzt keine Pflicht, das ist nur eine Idee, in der Zahlungserinnerung gegebenenfalls noch ein Angebot zu machen. Ne? Also das werden Sie ja gleich sehen. Das sind so Dinge. Und sechstens, eigene Arbeit erleichtern. Eigene Arbeit, das heißt, den Nutzen für ihn nochmal in den Vordergrund stellen, wenn er das jetzt so schnell wie möglich erledigt. Und dann eben, wir bleiben locker in der Formulierung. Das war so ein Kriterium. Und im Sie-Stil. Ja, so könnte zum Beispiel, bevor ich mich also hinsetze und überlege, wie sieht meine neue Zahlungserinnerung aus oder entspricht die den Kriterien, überlege ich erstmal, was sind denn die Elemente, die auf jeden Fall in so einer Zahlungserinnerung drin sein sollen. Kurzer Tipp am Rande, nur passt jetzt nicht zum Thema, aber ist interessant. In die Zahlungserinnerung schon ein Datum reinnehmen. Trotzdem locker bleiben, trotzdem positiv bleiben, aber schreiben, zahlen Sie doch bitte bis zum und das Thema, das Datum rein. Dann ist es nicht nur ein Blatt Papier, dann löst es Verzug aus und man hat schon eine Stufe gespart. Ja, genau. Also Zahlungsdatum reinnehmen. Nehme ich jetzt mal direkt nochmal fürs nächste Mal nochmal mit auf. Locker flockig, Zahlungsdatum. Ne? Genau. Okay. Gut, okay. Also damit natürlich die Verbindlichkeit auch zu erhöhen. Ja, und es löst auch formell den Verzug aus. Ah, okay. Also man könnte direkt danach loslegen. Mhm. Theoretisch. Gut. Okay, danke. Also. Hier, das sind jetzt mal Beispiele aus diesen Kriterien. Ne? Sie erinnern sich, wir haben ja gerade über die Kriterien gesprochen, jetzt sind wir im Betreffbereich. Ne? Also, ich kann, je nachdem, welches Publikum ich habe, welche Zielgruppe ich habe, klassisch ist die Zahlungserinnerung, unsere Rechnung vom so und so, das kennen Sie alles, oder Sie gehen mit einer Frage rein. Ne? Bei dem Betreff ist es ja manchmal so, wenn da was steht, was neugierig macht, ne? So haben Sie uns vergessen, sowas zum Beispiel, dann ist das ja durchaus... Ein Eyecatcher nach oben. Ja, genau, ein Eyecatcher. Ne? Da haben Sie ja durchaus was, womit Sie dann nochmal arbeiten können. Nur mal als Idee,
Klassisch gilt aber natürlich auch hier Zahlungserinnerung, ist ja klar, ne? Also, wir wollen die Aufmerksamkeit des Kunden erhöhen. Ja, und dann der Einstieg. Da kommt es natürlich immer darauf an, auch da, welche Zielgruppe habe ich, wie möchte ich wahrgenommen werden. Die eigenen Werte, die Philosophie des Unternehmens spielt eine Rolle, die Zielgruppe ist ja ganz klar. Und hier ist nochmal dann im oberen Text, da sehen Sie auch dieses Beispiel, das Geld ist noch nicht eingegangen so und eine Rechnung kann schnell übersehen werden. Wir entschuldigen im Grunde genommen damit eben auch unseren Kunden, ja, dass wir nehmen eben die Entschuldigung ab und kommen dann damit. Ne? Oder Sie machen es eben mit Schirm, Jacke und Autoschlüssel, ein bisschen auf eine sehr lockere Art und Weise. Da gibt es ja die tollsten Varianten dazu. Wir haben sie jetzt hier nicht alle aufgelistet. Aber das mit Schirme, Jacken und Autoschlüssel fand ich jetzt mal ganz witzig. Insofern, ja. Oder ich bin im Baubereich unterwegs. Ich bin Handwerker. Ne? Sie bauen auf uns. Deswegen habe ich das jetzt nochmal besonders. Ne? Sie bauen auf uns und das auch gut so. Wir verlassen uns auch auf Sie. Ja, also hier kommt schon die höhere Verbindlichkeit, soll schon mal deutlich werden. Ja, da wird der Ball schon zurückgespielt. Ne? Genau. Ja, Ideen, Anregungen. Ganz gut ist es, sich da mal zusammenzusetzen. Das wäre auch unser Tipp, dass Sie sich im Team mal zusammensetzen, überlegen, welche Elemente, welche Kriterien sollen erfüllt werden. Zum Brainstorming. Und, genau. Da kommen wir ganz witzige Sachen zusammen. Genau. Und dann mal überlegen, wie kann so der Betreff sein, wie könnte der Einstieg sein und so weiter. Und bitte nachher, wir kommen nach ein paar Mal noch drauf, das Thema Zählen, Messen, Wiegen nicht vergessen. Wie erfolgreich ist es? So, und dann haben wir hier im Schluss zum Beispiel, haben wir die Fragen zur Rechnung, haben Sie Fragen zur Rechnung, dann, oder die haben die Rechnung bereits bezahlt, dann ist die, dann prima, dann ist die Angelegenheitssache erledigt. Übrigens, da lese ich auch häufig, dann betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos. Also das geht ja nicht, das Schreiben ist ja da. Also deshalb ist es kaum gegenstandslos. Ne? Das wird auch oft so geschrieben, aber letztendlich habe ich es ja in den Händen. Es ist ja ein Gegenstand, der ist ja da. Deshalb ist die Alternative zum Beispiel, prima, dann ist die Sache, die Angelegenheit erledigt. Ne? Kann ich auch so machen. So, und dann haben wir unten PS. Ja, also auch das ist mal eine Überlegung, was Sie im Brainstorming machen können. Sie können sich überlegen, ob zum Beispiel, ob Sie so ein Angebot nochmal machen wollen, wie kann der Kunde einige 100 € sparen im Jahr? Vielleicht kommen Sie auch so in den Dialog. Warum nicht? Ne? Gut. Gibt es von deiner Seite dazu? Bis jetzt, ne? Ich denke mal, das hast du ganz gut gemacht. Ja, danke. Ja. Danke, danke. So, ja, dann sind wir schon bei der Mahnung. Und bei der Mahnung, auch da gehen wir gleich vor wie bei der Zahlungserinnerung. Wir haben wieder diese 7 Elemente, jetzt in dem Fall 7 strategische Elemente, die Kriterien, die erfüllt sein sollen, um unsere Kunden anzuschreiben. Wir bleiben bei dem Sie-Stil. Jetzt erhöhen wir allerdings die Verbindlichkeit. Also wir werden jetzt verbindlicher. Das ist ja das, was wir vorhin bei der Strategie schon gesagt haben. Die sollen. Der Druck erhöht sich. Genau, der Druck erhöht sich. Die sollen auch gut zusammenpassen jetzt, die Dinge. Ne? Klare, einfache Handlung fordern, vielleicht sogar Kostendruck erhöhen, in dem Sinne mit Zins- und Mahnkosten. Vielleicht sollen wir gleich mal zu den Mahnkosten mal an der Stelle was sagen, weil das ja immer wieder ein Thema ist. Ich mache nur eben die 7 Punkte. Kontakt anbieten, warum nicht? Wenn Sie das wollen, dann auch das in den Fokus stellen und möglicherweise auch bei den Mahnungen schon über die konstruktiven Konsequenzen nachdenken. Ja, das ist eben konstruktiv, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ganz wichtig. Und immer wieder den Nutzen in Vorrang stellen, dass, was hat er davon, wenn er das jetzt mal erledigt. Ja, zu den Mahnkosten, das ist ja immer ein Thema. Was dürfen wir berechnen, was können wir berechnen, was sollte man berechnen, wenn er sie nicht bezahlt und so weiter. Da ist erstmal wichtig zu wissen, ist es ein Endverbraucher gegenüber oder ist es ein Kaufmann? Da beim Endverbraucher ist es natürlich ein Peanuts. Ne? Da sagt also der Gesetzgeber, über 5 € kommen wir da eigentlich kaum hinweg. Wenn ein Kaufmann auf der Gegenseite ist, wenn es also ein Gewerbetreibender ist, dann kann man jetzt auch neuerdings ja diese Verzugskostenpauschale nehmen und das sind 40 €. Und die braucht man auch nicht irgendwie darlegen oder
sagen, woraus ich die zusammensetze, das ist wirklich eine Pauschale. Und diese 40 Euro, ich meine, das ist schon nett, kommen dann einfach obendrauf. Ne? Also die kann man berechnen, sobald Verzug vorliegt. Oh. Wenn ich also eben in der Zahlungserinnerung schon das Datum drin habe, kann ich das im Prinzip jetzt schon berechnen. Okay. Okay. Und die könnte ich auch in der letzten Mahnung ansetzen. Ja, ich kann auch sagen, meine letzte Mahnung, da setze ich jetzt mal, falls ich dann doch das Inkasso-Unternehmen einschalte, dann habe ich die 40 Euro aber schon drauf. Ne? Genau. Okay. Also 40 Euro sind gesetzlich abgesichert. Gegenüber Kaufleuten. Genau. Ja. Brauchen wir keinen Nachweis. Ich denke mal, das ist nochmal ein Thema. Wenn es B2B ist, also quasi, ja. Ne? Genau. Können Sie ja nochmal darüber nachdenken, wie weit Sie davon Gebrauch machen wollen. Ja. Dann sehen wir hier auch wieder Betreff, Mahnung, ganz der Klassiker oben, Mahnung, unsere Rechnung so und so. Oder Mahnung, jetzt nochmal in den Dialog, jetzt nochmal, warum zahlen Sie nicht, ganz bewusst. Ne? Und hier nicht mehr die Frage, haben Sie uns vergessen, sondern Sie haben uns vergessen. Ja, sowas in diese. Oder letzte Mahnung, das ist dann schon, nutzen Sie die Chance. Also das ist nochmal zu überlegen, das sind Beispiele dafür, so wie wir es bei einigen Kunden auch schon realisiert haben. Ne? Wir lassen natürlich weg, erste, zweite, dritte Mahnung, also diese Durchnummerierung ist nicht sinnvoll. Nee, wenn die erste steht, dann weiß er, ich warte auf die zweite. Ja, genau. Und wenn er dann die dritte sogar weiß, dass die auch noch kommt, dann ist das ein never-ending story, ne? Wie man so schön sagt. Und das macht wenig Sinn. Ja, Praxisbeispiel Zahlungserinnerung habe ich gerade schon gesagt, die ist mir jetzt gerade nochmal dazwischen gekommen. Und aber es heißt natürlich Mahnung hier an der Stelle. Also wir haben trotz dieser Zahlungserinnerung keine Zahlung erhalten. Und jetzt kann ich dann schon mal so ein bisschen auch gegebenenfalls auch mit einem Paragraphen kommen oder Zahlungsverzug. Ich kann jetzt nochmal das Thema Zinsen damit aufnehmen. Diese 40 Euro, von denen wir gerade gesprochen haben. Das ist ganz wichtig, dass mir da Gedanken macht, dass da eine gewisse Steigerung ist. Der Kunde sollte schon merken, dass jetzt die kulante Zahlungserinnerungszeit vorbei ist. Ne? Genau. Und da merken wir nochmal vom Einstieg her, hier gibt es nochmal Alternativen, die haben wir ja nochmal aufgezeigt. Was gibt es noch für alternative Einstiegsmöglichkeiten? Einmal ist es Dialog. Dann eben auch ganz stark in die Frage, warum nicht, woran liegt es? Und im letzten Beispiel, das ist dann auch eher was Individuelles, letztendlich, wir sind enttäuscht, dass wir die Sache nicht einvernehmlich klären können. Ne? Also auch da ruhig auch nochmal die Emotionen so ein Stück weit anzusprechen, auch das soll es geben, hilft manchmal. Jetzt nicht bei einer Massenversand, bitte, sondern das ist dann schon, wenn ich eine individuelle Mahnung schicke und bei höheren Summen oder wo ich einen persönlichen Ehrgeiz habe, da kann das durchaus Sinn machen. Bitte immer auf den Ton und Text und auf die Kundenbeziehung achten. Ganz bewusst auch nochmal, nutzen Sie die Chance, sprechen Sie mit uns. Merken Sie hier schon an der Formulierung, das ist auch eine Formulierung, die jeder von uns wahrscheinlich auch im persönlichen Saal, nutzt die Chance und rede mit uns. Ja, vor allem setzt das die Schwelle runter, ne? Die Kontaktschwelle runter. Genau. Und das ist ja, genau, das ist ja eins der wesentlichen Aspekte. Wenn wir die Kontaktschwelle herunterbrechen, herunterbeamen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich mit uns in Verbindung setzt, natürlich nochmal ein Ticken größer. Greifen Sie jetzt zum Hörer. Ich habe das hier bewusst nochmal mit diesen kinästhetischen Aspekten nochmal mit reingebracht. Weil eben dieses Greifen Sie jetzt zum Hörer ist auch eine Handlungsaufforderung in dem Sinne, jetzt etwas zu tun. Und trotzdem Bildsprache, ne? Und genau, und dann eben auch bildlich zu bleiben, ne? Zum Hörer zu greifen. Genau, wie Heft in der Hand im nächsten. Genau, oder auch hier, jetzt haben Sie das Heft in der Hand. Diese Aspekte, da haben wir uns überlegt, dass natürlich die Verantwortung liegt bei dem Gegenüber, nicht bei uns. Mhm. Und das, was als nächstes passiert, er hat jetzt das Heft in der Hand und er kann mit der Zahlung reinen Tisch machen. Das sind die Dinge, die wir rückdelegieren. Also die Verantwortung rückdelegieren ist ein Kriterium. Sie erinnern sich an die 7 Kriterien, die wir vorhin hatten. Ne? Ja, genau. Da haben Sie, ja, das sind jetzt mal 3 Formulierungen. Sie können natürlich in Ihrem Team dann nochmal überlegen, welche Alternativen gibt es. Ja, ich, vielleicht das nochmal eben, weil das
vom Gericht mal so kam, da hat mal jemand in Versform jemanden gemahnt und das ging natürlich vor Gericht. Und letztendlich hat das Gericht dann später tatsächlich dem stattgegeben. Man durfte in dieser Versform, also warum damit man nur mal sieht, durfte man mahnen und ja, es war völlig okay. Es war eine klare Handlungsaufforderung drin. Es war zu erkennen, dass es eine Mahnung war und das war alles in Versform geschrieben. Ob das jetzt hilfreich ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ne? So, wir kommen zum Thema Konsequenzen. Das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Und Konsequenzen soll sachlich formuliert sein. Ne? Also deshalb gibt es Spielregeln. Wir haben einmal das Thema, dass es konkret beim Namen genannt wird. Ich persönlich halte nichts davon, dann werden wir weitere Maßnahmen einleiten. Nee. Oder dann werden wir uns überlegen, was wir als nächstes machen oder sowas zum Beispiel. Zweitens, die werden auch ausgeführt und sind verbindlich. Wie oft lese ich Konsequenzen, aber es kommen keine. Und das ist nun mal wie in der Kindeserziehung oder bei den Tieren. Wenn ich eine Konsequenz nun mal jetzt androhe und sie nicht durchführe, dann spürt der andere das und weiß, aha, ihm kann man auf der Nase herumtanzen. Und ganz wichtig, jede Konsequenz hat immer einen Ablauftermin. Ne? Dass wir also eine Frist haben, dass wir sagen, bis dann und dann zum Beispiel. Und mit einer Konsequenz sollten wir uns bitte nicht selbst in Schwierigkeiten bringen. Also wenn ich jetzt einen guten Kunden damit drohe, dass ich die Sache zum Inkasso gebe, ich kann er aber nicht zum Inkasso geben, weil vielleicht da noch Reklamationen sind oder weil da andere Themen sind, die noch offen sind, dann bringe ich mich selbst durchaus in Schwierigkeiten. Und das macht wohl... Ja gut, das entscheide ich ja schon, bevor ich die Mahnstrategien überhaupt aufsetze. Ja. Ne? Sollte ich schon gucken, welche Kunden ich wie angehe. Ne? Genau. Ja, und hier fünftens bei den Konsequenzen werden sie von allen Abteilungen mitgetragen, ganz wichtig. Ne? Mhm. Also auch das habe ich erlebt, dann gehen Mahnungen raus. Und der Vertrieb ist beleidigt. Ja, genau, der Vertrieb ist beleidigt oder erzählt den Kunden, das darfst du nicht so eng sehen, das sieht die Leute aus der Buchhaltung. Ne? Ja, also wir haben offensichtlich zwei Unternehmen und das ist natürlich nicht so gut. Ja, und das ist wichtig eben nochmal, dass die Konsequenzen werden ja nicht grundlos über den Haufen geworfen, nur weil er jetzt mal anruft beispielsweise. Auch das ist, haben wir auch schon erlebt. Also nicht vertrösten lassen. Na, ne? Genau. Nicht, dass nachher sogenanntes Telefoninkasso noch dazu führt, dass er immer weiteren Zahlungsaufschub bekommt. Mhm. Das kann, dann ist es besser, nicht an den Apparat zu gehen. Ne? Also Spaß, das war nur ein Spaß. Also sind Sie emotional, dann bitte eher darauf achten, dass es nüchtern, konstruktiv ist, und mit ein bisschen Distanz, ne? Für den Konflikt möglicherweise. Ne? Ja, und das beste Argument, jetzt bin ich gerade weiter, ist natürlich das, was beim Kunden zieht. Ne? Das ist ganz wichtig. Also, unser Fazit für moderne Mahntexte. Ganz wichtig, erstens, bestimmen Sie die Mahnzielgruppe, ganz wichtig. Werden Sie sich nochmal im Klaren darüber, was sind meine Kunden, wen mahne ich in dem Sinne. Auch eine Bestandsaufnahme zu machen, mal zu sehen, letztendlich, wie viel Mahnung versende ich, wie sind die Reaktionen, wie viele Kunden melden sich, wie viel zahlen und wie viele Reklamationen habe, wie viele Rechnungen werden angefordert. Also, dass man da mal so ein bisschen das Gefühl bekommt, wie viel Zeit investiere ich da. Welche Mahnung ist überhaupt die erfolgreichste? Um jetzt noch mal ein paar Fragen zu nennen, die durchaus relevant sind. Ja? Und wie viele Dinge gebe ich dann tatsächlich ab an den Rechtsanwalt oder an das Inkassounternehmen beispielsweise? Das wäre dann auch noch mal ganz gut. Eine Mahnstrategie festzulegen, dazu haben Sie in der Präsentation im Nachgang eine Menge Möglichkeiten, auch noch mal genauer reinzugucken, weil die Mahntextstrategie, da haben wir Ihnen ja aufgezeigt mit den 7 Kriterien für eine Formulierung, letztendlich für eine Zahlungserinnerung, aber auch für eine Mahnung und für eine letzte Mahnung, da nochmal zu überlegen, was gehört da auf jeden Fall rein. Ja, und dann vor allen Dingen die Formulierungsfallen zu vermeiden, die sind hier in der Präsentation auch nochmal drin. Das wäre sicherlich unser 4. Tipp an der Stelle. Und ruhig, wie man es ja online auch sehr gerne macht, empfehlen wir auch, dass Sie durchaus mal verschiedene Mahntexte auch mal ausprobieren. Also ich habe ja Unternehmen manchmal, die haben seit 20 Jahren immer den gleichen Mahntext. Und ja,
dann habe ich auch immer das gleiche Ergebnis. Selbst die Kunden gewöhnen sich ja dran. Ne? Naja. Also deshalb ist ja Mahntexte überarbeiten, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob ich nicht sogar Mahnstufen abbauen kann. Auch das macht ja Sinn, wenn ich nämlich nachher erkenne, dass eine bestimmte Mahnung überhaupt keine Wirkung hat. Das heißt, Nee, ab einer gewissen oder? Stufe bringt das noch nichts mehr. Also wer nach der zweiten nicht zahlt, zahlt auch nach der dritten nicht mehr. Ja, das wird immer schwieriger. Es wird halt Ja. weiter rausgezögert. Ne? Und ganz wichtig ist bei den Konsequenzen auf das Wie zu achten. Ne? Das dürfen Sie sich gerne auch nochmal später nochmal durchlesen. Konsequenzen sollten konstruktiv sein, nach vorne gerichtet sein. Und es sollte nach Möglichkeit die Tür geöffnet werden, dass er das Heft des Handelns ja noch in der Hand hat. Ne? Das ist die Überlegung, die dabei ist. Und ganz wichtig ist eben, die beteiligten Mitarbeiter einzubinden. Also gerade wenn Mahntexte verändert werden, sind es ja die Mitarbeiter, die ans Telefon gehen nachher und sich für die Texte in Anführungsstrichen, ich sage es jetzt mal bewusst, rechtfertigen Ja, und müssen. auch die beteiligten Mitarbeiter und Abteilungen einbinden bei der Frage zum Beispiel, wie schnell mahne ich überhaupt? Ah ja, Ne? genau. Ne? Ja. Wann geht die erste Mahnung? Wann geht die Zahlungserinnerung raus? Genau. Da wären wir schon wieder bei der Mahnstrategie an sich, die dazu gehört. Genau. Ja, sehr schön. Genau das, darum geht es. Und für diejenigen, die sich gerne nochmal darüber im Klaren werden wollen, wie wir sie unterstützen können, da haben wir jetzt auch nochmal ein, zwei, drei Anregungen dazu. Ich gucke nochmal kurz nochmal in den Chat rein, ob ich hier noch Fragen habe, auf die wir nochmal eben eingehen. So, dann machen wir das auch. Hier ist eine Frage. Ich habe eine Frage zu den Mahnkosten. Wir berechnen ab der dritten Mahnung immer 49 Euro Mahngebühren kommen, ein Kunde bezahlt diese, im letzten Jahr sogar keiner. Macht es überhaupt Sinn, diese Gebühren weiterhin aufzuführen? Also 49 Euro sind überhöht. Ne? Also diese 40 Euro Pauschale gibt der Gesetzgeber mittlerweile im B2B-Geschäft. Aber 49 Euro, das sind Sie haben keine Pauschale, aber Sie geben auch keinen Grund dafür an. Das heißt, Sie müssen die 49 Euro kalkulatorisch darlegen können. Und das können Sie nicht. Und deswegen sind die 49 Euro eigentlich, ich hoffe, es hört keiner Ihrer Kunden zu, aber eigentlich auch nicht einbringlich, Ja, ne? Im Streitfall. genau. Und nochmal zur Erinnerung, die 40 Euro gelten im Ja, B2B-Geschäft. Das muss genau, man nur nochmal im dazu immer B2B-Geschäft. nochmal betonen. Da können Sie die durchaus berechnen. Ansonsten ist der BGH in seinen grundsätzlichen Entscheidungen immer sehr pingelig mit Mahnkosten. Ne? Ja, Also ja. da sind die Beträge nicht besonders lukrativ. Das stimmt. Ich hoffe, wir haben die Frage jetzt mal soweit beantwortet. Und gehen mal ein Stück weiter. Ja, was können Sie tun, um im Prinzip der Mahnung mehr Nachdruck zu verleihen? Das, was einige Kunden schon längst machen mit uns, zum Beispiel, sie kleben auf eine Mahnung unsere Mahnaufkleber auf. Das ist nämlich dieser hier auf der linken Seite. Zum Selbstkleben ist er sogar kostenfrei, also von uns individuell einsetzbar. Also beim richtigen Kunden mal kleben und gucken, was passiert. Und dann wird es natürlich auch schneller, dann kriegt man das Geld auch schneller rein. Und es gibt noch eine zweite Variante, die ich hier nochmal ansprechen möchte. Das ist der digitale Mahnaufkleber. Den können Sie natürlich auch verwenden, wenn Sie nicht kleben wollen. Dann können Sie den digitalen verwenden. Den haben Sie dann auf allen Mahnungen drauf. Ich sehe gerade noch eine Frage, die würde ich gerne nochmal mit einbringen wollen. Hallo. Wie kann ich nicht gezahlte Mahngebühren einfordern? Also jetzt mal die 40 Euro zum Beispiel. Ne? Ja, Rechtlich steht es mir zu. Ne? das ist immer eine gute Frage, weil nehmen wir an, der Kunde zahlt die Hauptforderung, dann bin ich erstmal glücklich und klage ich wirklich wegen 40 Euro oder mache ich wirklich einen Mahnbescheid wegen 40 Euro. Da muss man immer so ein bisschen das Wirtschaftliche im Auge behalten. Ne? Also aber das ist Geschmackssache. Ne? Klar kann man auch die Mahnkosten einklagen, aber macht man es, macht man es. Also die 40 Euro lassen sich gut einklagen, weil das eine gesetzliche Pauschale ist. Die kann ich ganz gut Geld machen. Alle anderen Mahnkosten muss ich auch kalkulatorisch darlegen. Genau. Nur jetzt mal die Kundenbeziehung ist damit natürlich, die ist ja Ja, die wird belastet die durch wird sowas, genau. mindestens belastet sein. Das Ja. ist ja klar, ne? Logisch. Aber rein rechtlich, Rein so habe ich rechtlich dich geht jetzt das. Ja, verstanden, rein ist rechtlich das, geht das. kann man die Klar, 40 Euro klar. auch unabhängig dann von der Ja, klar, Hauptforderung das kann noch, man. Genau, man ne? kann nicht gezahlt. Das sind Verzugskosten Einfordern. und die gibt das Gesetz einem ja. Ne? Ja, absolut. Ich habe jetzt hier Heike gelesen. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.
Ja, da haben wir noch die Frage, würde ich gerne noch mal aufnehmen dazu. Wie ist es mit Gebühren bei geplatzten Rücklassschriften? Kann ich die mitberechnen? Das sind auch ganz normale Schadenersatzforderungen. Ja. Klar, die kann ich einfordern. Genau, das ist der Klassiker. Die werden ja 1:1 durchgereicht. Ne? Das heißt, man kann ja nachweisen, dass man sie bezahlt hat. Die kann man ja 1:1 durchreichen. Genau. Nachweis, dass man sie bezahlt hat und keine horrenden Rücklassschriftkosten. Ne? Nee, man also kann die jetzt nicht aufbauschen. Man kann die nur 1:1 durchreichen. Ne? Genau. Also. Ja, ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet. Ich bleibe jetzt nochmal eben bei der Werbung, nämlich bei unserer Werbung. Denken Sie dran, also die digitalen Mahnaufkleber können Sie verwenden. Das sind die 99 Euro im Jahr. Ich denke, das ist eine gute Investition, weil Sie dadurch Ihre Kunden dazu bringen können, mit ohne großen Aufwand, im Grunde sehr bequem, die Kunden dazu zu bringen, dass sie schneller zahlen. Ne? Alternativ halt individuell und dann kleben sie persönlich. Und klar, für den einen oder anderen von Ihnen, vielleicht sagen Sie auch, Mensch, ich habe da so einen speziellen Fall oder so den einen oder anderen speziellen Fall und würde gerne über das Thema Inkasso da mal sprechen. Das können wir gerne machen. Dazu haben Sie hier auch dann die Kontaktdaten. Ja, und dann haben wir noch das Online-Coaching. Das machen wir in vielen Fällen auch zusammen, wenn es um die Themen geht wie Mahntext-Strategie. Dann haben Sie Frau Gent und den Herrn Liebscher für ein Online-Coaching, zum Beispiel für den Schreibstil, aber auch für die Mahnstrategie. Also wenn Sie in Ihrem Unternehmen zum Beispiel sagen, wir wollen mal ein Online-Inhouse-Seminar machen oder bald ja wieder Präsenz, davon gehen wir fest aus. Dann kommen wir zu Ihnen und bei allen Fragen des Forderungsmanagements. Ja, absolut. Also Themen Forderungsmanagement, wir machen das so, Sie haben uns ja jetzt schon kennengelernt, wir machen das so, wie wir jetzt hier sind, machen wir das auch mit 1, 2, 3 Übungen und ist immer spannend und auch sehr lustig. Ja, das schon stimmt. Kann man schon mal sagen. Ne? Ja, damit sind wir auch schon am Ende für unseren Tag heute. Ja, also ich hätte fast gesagt, fast pünktlich. Und wenn Ihnen jetzt gerade spontan keine weitere Frage mehr einfällt, dann würden wir uns jetzt nämlich von Ihnen verabschieden nach 45 Minuten. Bedanken uns fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Das wird eine ganz tolle Woche für Sie, da bin ich sicher. Viel Input. Genau. Und machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald wieder mal. Ne? Bis dann. Dankeschön. Tschüss.